Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge GTA 5 Mods. Ich freue mich, dass du am Start bist und ihr seht wahrscheinlich schon das, was ich sehe. Der Zug haut ab! Wart auf mich! Stopp! Wart ein Dreck! Stopp! Wart auf mich! Gib's doch nicht! Da ist er! Ja! Ich hab's geschafft! Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen GTA 5 Mods Video. Und ich wollte euch den Zug zeigen. Ein neuer Train, der in GTA 5 eingebunden wurde. Ein Zug, mit dem wir durch Los Santos fahren können. Und das ist die Red Line aus Los Angeles. Ich zeige euch das Ding gleich mal im Detail. Wir können es selber fahren. Boah, da muss ich jetzt aber rennen, ey. Oh, wir können den sogar selber fahren. Wir können den Zug selber fahren. Aber erstmal fahre ich eine Runde mit. Ja, und das hier ist tatsächlich die Red Line aus Los Angeles. Ein Zug, der jetzt auch in GTA 5 eingebunden wurde und selbst mit der GTA 5 Werbung. Ja, da sitzt, wo sitzt der Lokführer? Ah, hier. Oh, ich wäre beinahe aus dem Zug gefallen. Da sitzt er. Und wir können gleich diese Bahn hier übernehmen und selber durch die Straßen bzw. über die Schienen dieser wunderschönen Metropole steuern. Aber ich glaube, wir können nicht durch die Waggons, ne? Doch, geht wohl. Oh, ich habe jetzt beinahe gedacht, ich falle raus oder so. Dann wäre das Debakel groß gewesen. Ja, und dann sitzen wir hier in der Bahn und fahren einfach eine Runde mit. Und das ist natürlich ganz geil für Sightseeing. Wenn man sich so ein bisschen umgucken möchte in der Stadt, da kann man natürlich die U-Bahn in Liberty City, in Los Santos nehmen. Liberty City hat die Bahn gesagt. Da gab es ja auch immer diese Train, der oben lang gefahren ist. Und, ziemlich fett, dass es jetzt so eine richtig ausgearbeitete U-Bahn gibt. Und diese U-Bahn ersetzt aber nicht die U-Bahn, die wir kennen, die standardgemäß durch die Stadt fährt. Wichtig. Aber ich würde sagen, wir schwingen gleich selber uns mal rein und fahren mal selber den Zug durch. Aber vorher zeige ich euch den Zug mal im Detail. Wir sind noch am Los Santos International Airport. So sieht der Zug aus. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ist ein bisschen zu lang. Ja, ihr seht, der steht draußen über. Aber das ist er. Ne? Eine ziemlich geile Mod. Und ich versuche den jetzt mal zu fahren, wenn ich da rein kann. So, das hier ist unser Arbeitsbereich. Ja? So, gehen die Türen eigentlich automatisch zu jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal. Gehen die jetzt automatisch zu? Okay, wir können das Licht bedienen. Ja. Okay, geht alleine automatisch zu. Und wir fahren jetzt einfach eine U-Bahn in GTA 5. Und können die selber steuern, wie ihr seht. Da oben haben wir die Anzeige. Geil! Train Simulator bzw. der U-Bahn Simulator in GTA 5. Aber ich möchte ungern entgleisen. Dazu bräuchte ich aber zwei Mods. Einmal eben die Subway und die J10 Railroad Engineer Mod. Ja, gibt es beides bei GTA 5. Mods bekommen und die Railroad Engineer Mod, Railroad, ist ein Skript. Das ersetzt ihr einfach. Und dann könnt ihr hier U-Bahn fahren. Wenn man dann noch eine geile Grafikmod hat, sieht schon nice aus. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Aber bremsen können wir auch. Haben wir auch ein Horn? Ja. Aber wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, am Parking. Ja, nice. So, mal gucken, wie weit ich fahren kann. Das ist echt cool gemacht, ohne Witz. Die heulen alle im Zug. Das ist so verpackt, dass die alle heulen. Hör mal, die heulen, die wollen aussteigen. Bin ich so ein schlechter U-Bahn-Fahrer, ich bitte euch. Im letzten Video sind wir übrigens, LKW, also den praktischen Euro-Truck-Simulator gefahren und da kam es zu einer sehr unschönen Begegnung. Habe ich euch am Schluss in der Endcard verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Ein Däumchen ist euer U-Bahn-Ticket, ja, und aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine komplette Runde durch die ganze Stadt mit der U-Bahn. Habt ihr Bock da drauf? Ich glaube, das wäre ganz cool. So, Türen sind verschlossen und weiter geht's. Ich bin auch noch nie mit einer U-Bahn gefahren, wo Leute geheult haben. Mal gucken gleich, wie schnell wir damit fahren können. Ich finde das so Hammer, was es für Mods gibt, ne? Kannst dich einfach hier hin chillen und eine Runde U-Bahn fahren. Train Simulator in GTA, ey. Ist natürlich nicht so ausgearbeitet, aber ich glaube, es gab mal eine Train Simulation für GTA 5, wo man die Türen auf und zu machen konnte selber. No smoking. Okay. Licht können wir auch bedienen, okay. Ja, wir haben auch die Außenperspektive. Ich finde das Hammer. Ich finde das einfach Hammer. Oh oh.
Boah, ich dachte gerade kurz, ich wäre entgleist. Okay, wir hatten gerade keinen Strom kurz. Habt ihr gesehen? Das Spiel ist auch kurz hängen geblieben. Ich dachte jetzt, ey, wir wären entgleist. Holy fuck. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Ja, hier wären wir ein bisschen langsamer. Oh, die Sonne geht unter. So, da fahren wir unsere U-Bahn hier gerade. Ich glaube, wir sind fast ein bisschen zu schnell. Wir müssen ein bisschen aufpassen. So, da kommt die nächste Station. Das ist die Station, wo die Banger durchgepäst ist. Wo ich hinterhergerannt bin. Aber im Dunkeln würde ich in Los Angeles niemals Zug fahren. Oder U-Bahn fahren. Ich muss erstmal gucken, wie weit... Ah, guck mal, seht ihr? Der Zug ist so weit, so lang, dass hinten die Waggons überstehen. Steigen da welche ein? Ah, hier sind welche ausgestiegen. Lol, okay. Aussteigen, bitte! Alter, der läuft einfach über die Gleise. Okay, ach, das dürfen die sogar. Okay. Tür zu! Zurückbleiben, bitte! Was ist passiert? Hab ich irgendjemand überrollt? Nö. Ich meine, selbst wenn, das kann doch mal passieren, aber hab ich nicht. Boah, das sieht so geil aus, das Game, ne? Dieser Grafikmod. Ich liebe das. Ich guck mal, ob ich ein bisschen schneller fahren kann. Ich will nur nicht entgleisen, weil das passiert relativ schnell bei mir. Habt ihr ja bei der Deutschen Bahn gesehen, ne? Wo ich die gefahren bin. Na, easy! Train Simulator in GTA, ich feier's. Train Simulator, also Train Sim World haben wir ja auch hier auf dem YouTube-Kanal schon gespielt. Aber diese Bahn hier, die fährt natürlich nur in Los Santos. Wir fahren damit jetzt nicht nach Blaine County, weil da fährt die U-Bahn ja nicht. Aber ich glaube, dass wir bald mal ein Video machen können, wie wir eine U-Bahn durch Liberty City fahren. Das wäre auch geil, oder? Also in GTA 5 in Liberty City. Muss mal gucken, wie weit ich... Boah, ist das orange jetzt, Alter. Okay. Da an der Grafikeinstellung muss ich noch ein bisschen arbeiten. Alter, meine Augen. So, einschalten bitte. Sind die Türen jetzt auf? Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Bisschen blöd mit der Kamera. Guck mal, die rennen weg. Sind die zu, ne? Oder? Warte, ich guck mal. Ich kann es nicht sehen. Oh, scheiße. Huch. Ey, runter von den Gleisen. Seid ihr bekloppt? Aber jetzt. Oh Gott, sind die wahnsinnig? Kaum wird's dunkel, drehen die alle am Rad. Kaum wird's dunkel, drehen die alle am Rad. Ich bin eigentlich noch nie das U-Bahn-Netz gefahren. Genau, jetzt kommen... Jetzt sind wir gleich hinterm PD, ne? Jetzt wird's dunkel. Fahren wieder in den Tunnel rein. Ist das so eine Rundlinie eigentlich? Nee. Kann gar keine Rundlinie sein, weil wir machen, glaube ich, eine Schlaufe am Flughafen. Aber wo ist denn hier die Endstation? Hab ich noch nie ausprobiert. Ich guck mal, wie schnell wir fahren können. 40. Boah, das war kurz vorm Entgleisen. Das war echt kurz vorm Entgleisen. Nein. Ja. Hoch. Ich brauche Licht. Scheiße. Was ist passiert? Ich muss hier raus. Oh Gott. Die U-Bahn ist entgleist. Ich komme hier nicht raus. Ich werde sterben.
Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir haben ein Problem. Endstation.